Tagchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hab hier eben noch vor kurzem meinen McRib entfernt. Wir hatten heute nämlich ganz gesundes McRib-Essen. Ja, McRib. Geil. Ich sah aus wie ein Clown. Jetzt bereue ich schon wieder irgendwie das Brötchen. So, machen wir uns locker. Herzlich willkommen. Nicht wundern, ich bin gerade am Nägel machen, ja? Freut sich wieder die Community. Umso länger, desto besser. Jetzt sehen wir rein, welche Sternzeichen kommen, ihr Lieben. Im Titel werdet ihr es schon gesehen haben. Ich habe noch drei drin. Boah, kriege ich aber auch gerade Gänsehaut. Mann, gibt doch mal einen Zettel her. Schütze. Oh, freut sich meine Mom auch gleich wieder. Liebst ja auch das Geräusch. Oh, ich sehe aber richtig verballert aus, ey. Also heute, naja, Hauptsache hat geschmeckt. Ihr Lieben. Positives wie Negatives bitte in diesem Video drin lassen. Ansonsten gongt es und ihr könnt das Video verlassen. Lasst euch hier nicht manipulieren, wenn ihr wenn ihr euch hier nicht drin wiederfindet. Ja? Ich kann nur eine bestimmte Energie hier abfangen, sonst wäre es ja absurd. Ich probiere immer so die Linie zu finden und glaubt mir, ich würde gerne jedem irgendwie was mitteilen, aber dafür habe ich ja ganz, ganz nette Kollegen hier auf YouTube. Ne? Und wollte ich noch was sagen? Lasst euch hier nicht beirren. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und dann ist es auch nicht schlimm, ja? Entweder findet ihr auf YouTube eure Legung oder ihr sagt, oh nö, dann ist bei mir alles gerade mal so bestens und der Prozess ist gerade so, wie er ist. Mein Gott, ist ja auch nicht schlimm. Ihr lieben Schützegeborenen oder Crosswatcher oder wie auch immer. Hier wird jetzt eine Astrokarte hoffentlich fallen, die für euch jetzt erstmal bestimmt, so hauptenergietechnisch, wo seid ihr momentan gerade drin? Oder was beeinflusst euch vielleicht so ein bisschen mit? Und dann, wo stillen wir uns durch das Thema Vergangenheit, jüngste Vergangenheit, Gegenwart und dann die Tendenz eben zur Zukunft hin Richtung März? Kann natürlich auch im April erst einsetzen. Ich sage das bewusst. Für mich sind alle Legungen irgendwie sehr zeitlos, weil das oftmals vom Zeittempo Energie bestimmt ist. Auch ab diesem Video, wenn es vorbei ist für mich, da kann sich dann bei euch wieder was ändern. Aber jetzt aktuell gucken wir mal. Wenn es Prozesse sind, habt ihr das Wesen und die Persönlichkeit mit der Sonne. Das ist es. Vielleicht löst ihr auch so ein altes Persönlichkeitsmuster für euch endlich mal ab. Vielleicht kommt ihr in so eine neue Energie rein, wo ihr merkt, oh Mensch, damals hätte ich mich darüber ewig aufgeregt. Jetzt bist du so vielleicht in Lockerheit gelassen. Vielleicht machst du hier auch nochmal so einen Rundumschlag. Persönlichkeit und Wesen. Wo geht's für dich hin? Bist du mit dir zufrieden? Bist du angekommen? Wir gucken mal weiter. Was für dich jetzt hier für eine mystische Orakelkarte rausspringt. Ich finde die ja total schön. Haben wir die Schöpferin 33. Ich vergesse den Namen immer. Ey, tut mir leid. Ach ja, Katrin Weltstein. Entschuldigung. Das mache ich nicht mit Absicht. Die Schöpferin 33. Ja, das ist die Schöpferin von diesem Kartendeck. 33 Quersumme 6. Also Persönlichkeit, Wesen. Wenn nicht ihr... Wer schöpft denn aus eurer Kraft? Ihr schöpft aus eurer eigenen Kraft. Ihr schöpft aus Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Ihr seid euer eigener Schöpfer. Und ich glaube ganz stark, diese Legung wird für jeden Schütze geborenen, je nachdem, für was ihr hier gerade guckt, in die Richtung gehen, wo hast du noch nicht ausgeschöpft und wo hast du schon voll, in vollen Zügen geschöpft. Du hast hier irgendwas, wo du wirklich so klar ankommst und sagst, hier ist so meine Linie ab März, wo geht's für mich hin? Wir tauen jetzt mal so langsam auf, gerade wahrscheinlich frühlingsbetreffend, da tickt man ja sowieso ein bisschen fröhlicher, ja? Ich würde ja lügen, wenn es bei mir nicht anders wäre. Die Farben kommen wieder, hoffentlich. Lass bitte nicht bis April warten hier. Aber... es stellen sich so neue Pläne ein, wo man dann richtig Lust hat, die zu verwirklichen einfach. Und das ist es ja auch. Aber was hast du geschöpft? Wir gucken mal. Oder was generell ist hier passiert? Also, in deiner Vergangenheit hast du sehr viel geschaffen.
sehr viel geschafft, sehr viel umgesetzt. Wir haben hier Ass der Münzen mit einer Jungfrau, achso, die ganzen Erdzeichen, naja, inklusive mir, Steinbock, Stier, Jungfrau, ja. Du warst sehr fleißig in der Vergangenheit. Irgendwas hast du wirklich zu Ende gebracht. Du hast hier definitiv irgendwas zu Ende gebracht oder sehr viel Einsatz gezeigt in der Vergangenheit. So, jetzt warten wir mal, was wollt ihr erzählen, dass ich dann auch mal in die Vergangenheit so ein bisschen reingucken könnte, kann. Du hast sehr viel verändert in der Vergangenheit. Dir ist einiges bewusst geworden, weil du hast die Magierenergie hier drin und die Herrscherin schlechthin, Schöpferin, ja. Also, du bist ein sehr starkes Wesen, eine sehr starke Persönlichkeit. So wie es hier in der Energie liegt, kann man auch nichts anderes sagen. Du kriegst hier die Herrscherin rein. Du bist dafür verantwortlich und setzt auch dafür sehr viel, wo du ankommen möchtest. Du hast wirklich wie so ein typischer Schütze, sind wir auch gleich drin, dein Ziel vor Augen, ja. Ohne Ziel geht hier einfach gar nichts. Und wenn du ein Ziel hast, was sich lohnt, dann bist du da bereit, wirklich sehr viel zu investieren, sehr viel reinzugeben. Mütterlich unterwegs, ja, immer bedacht, dass es allen anderen gut geht. Natürlich solltest du dich hier niemals vergessen, das ist ganz wichtig. Du hast so die behütenden Hände über Menschen drüber, ja. Die können auch fremd sein, hast du gar kein Problem damit. Du hast, ich tendiere gerade Richtung meine Mom, wa? Aber das ist das, was ich auch gerade rauslese, ja? Also du bist eine sehr hilfsbereite Person und auch sehr viel Umsatz, sehr viel Kraft steckt hier aus deinen eigenen Händen, mit deiner eigenen Entwicklung. Du sorgst dich, ja? Aber du hast wirklich ein Ziel und man nimmt dich sehr gerne als Person an. Was dir hier viel bewusst geworden ist, du hast vielleicht mit einzelnen Sachen gelernt umzugehen, die du sonst nicht so einordnen konntest. Ja, so Ungewissheit war vielleicht geplagt in der Vergangenheit bei dir. Wir haben nämlich hier 4 der Schwerter. Das ist ja auch so gezwungene Ruhe manchmal für dich, die vielleicht ein bisschen sehr schwer in deiner Vergangenheit war. Gezwungene Ruhe und Page der Schwerter ist auch so ein Anzeichen. In der Kommunikation bist du nicht ganz so erfolgreich, ja? Vielleicht denkst du hier viel mehr und bevor es rauskommt, hast du wieder eine neue Energie. Also hier hattest du vielleicht nicht so viel Mitspracherecht in einigen Sachen oder hättest sie gerne mehr gehabt oder dich teilweise gerne mehr mit eingemischt. Es sind hier zurückhaltende Energien einfach bei dir drin, die zwar dafür sorgen, dass du sehr viel tust und sehr viel hier umgesetzt hast und reingebracht hast, aber in der Wesen-Persönlichkeitslegung sehe ich irgendwie für dich klar noch mehr durchsetzen, ja, damit dir hier das so nicht passiert, wo du dich vielleicht verlieren könntest, zu viel gegeben, zu wenig an dich gedacht, aber 4 der Schwerter mit der Waage-Energie, die dich ausgleicht, haben wir hier auch wieder diese Ruhe und vielleicht kommst du gerade auch hier so an oder dir ist es in Vergangenheit bewusst geworden, dass es so für dich nicht mehr weitergehen kann, dass du dich sehr oft zurücknimmst in Prozessen, damit andere profitieren, ja? Das ist erstmal so das, was hier in der Vergangenheit stattgefunden haben könnte. Du spuck über den Tisch. Du versuchst hier eine stärkere Position zu entwickeln, um auch deine Ideen durchzusetzen, ja, dich vorzubringen in, wie würdest du etwas besser finden, weil momentan hier hinten bist du so die Bereicherung für alle, eben durch dein Wesen, durch deine Persönlichkeit. Hier muss aber mehr Kommunikation, mehr Eigenwille von dir noch im Vordergrund reinkommen. Und dafür brauchst du vielleicht auch diese Ruhe oder brauchtest Ruhe, um dich hier von irgendwas zu erholen. Vielleicht löst sich da irgendwas, vielleicht hat sich da der Knoten gelöst, dass du jetzt durchstarten kannst, um dir bewusst zu werden, wo kommst du an und wo fühlst du dich wohl mit neuen der Kälte. Ja, da haben wir hier die Fische-Energie. Also momentan geht und dreht es sich wirklich nur um deine eigene Persönlichkeit, dein Wesen. Es ist eine gesunde, ego-belastete Legung, die nur für dich allein als Schütze gilt. Du hast hier wirklich das Gefühl, du machst dir jetzt hier mal Gedanken und machst mal eine Pause. Du hast irgendwie genug gegeben und jetzt bist du mal dran. Wo fühlst du dich komplett? Wo könnte man die Baustellen, die du vielleicht mit dir rumträgst, ablösen? Es geht jetzt hier ab März oder jetzt nur um dich. Und du wirst dafür einen schönen neuen Weg einschlagen. Ihr wisst bestimmt, was gefallen ist. Der Narr.
hier kommt auf dich was zu. Vielleicht deine Ziele, die du planmäßig steckst, auch in der Vergangenheit, die du vielleicht planmäßig gesteckt hast, vielleicht tut es dir mal ganz gut, hier sehr spontan einen Weg zu erkunden, wo du mal neugierig bist auf das, was kommt, damit du hier hinten nicht irgendwie auf Schritte, ja, das Ziel, das Ziel, das Ziel ist es. Und nebenbei kümmere ich mich noch darum, die Ziele sind die nächsten. Irgendwie kommt mir so rein, hier wechselt etwas in eine lockere Energie rein, in einen lockeren Zyklus, den du vorher vielleicht nicht so kanntest oder auch nicht mehr lange ausleben durftest. Hier kommt so eine Freiheit für dich rein, ja. Das ist wie so eine Ankündigung, leb dich hier nochmal aus, lerne deine Persönlichkeit und dein Wesen nochmal neu kennen. Hier steckt noch viel, viel mehr Potenzial, als nur Herrscherin zu sein, ja. Du darfst auch mal ausbrechen aus diesem Verhaltensmuster, immer nur umsetzen zu müssen oder auch immer eine Aufgabe, eine Verantwortung zu übernehmen. Es ist mal hier wirklich an der Zeit, dass du hier reinkommst und sagen darfst, jetzt steht dir als Schützegeborener mal ein Weg frei, den du auf dich zukommen lassen kannst. So wie, du kannst dich kurz mal zurücklehnen, ja? Warte ab. Wir haben hier einen König der Kelche. Entweder hast du jemanden an deiner Seite oder einen Verehrer oder es wird hier stark übermittelt, dass du hier, komme was wolle, diesen Weg bestreitest. Weil das ist deine Persönlichkeit. Du möchtest hier unbedingt diesen neuen Weg für dich mal ausprobieren, leben, dich überraschen lassen mit allem, was dazugehört. Mal nichts planen, aber du behältst die Kontrolle auf deinem Weg. Trotzdem wird es dir nicht so leicht sein, dich endlich mal auf deinem Weg hier freizulassen und auch ruhig mal ein bisschen ausbrechen, ja, so ein bisschen lockerer hier sein auf dem Narrenweg. Das ist so deins, wonach du dich vielleicht sehnst, endlich mal diese Lockerheit zu erleben und nicht alles so strukturiert zu haben, weil das wahrscheinlich dein Leben in der Vergangenheit sehr beeinflusst. Und dieser König der Kelche, das ist so eine, davon lässt du dich nicht abbringen, ja? Und wenn es für manche vielleicht ein bisschen albern wäre oder zu riskant, das gönnst du dir jetzt mal. Das ist so dein Weg, der dir anzeigt, du hast es jetzt verdient, auch mal ungeplant irgendwo reinzuschlittern, irgendwas anzunehmen, leb doch und lauf einfach drauf los. Du wirst sehen, was kommt. Du, sagen wir es mal auf Deutsch, wünsch dir Leichtigkeit mit 7. Also manchmal bist du aber hier auch ein bisschen, wie nennt man das? Nicht stur. Nee, auch nicht miss. Wie nennt man das denn? Du hast Angst vor diesem Misserfolg, ja? Du hast Angst vor Verkettung schon vorher, bevor du diesen Weg läufst. Da gehst du aber jetzt durch. Mit 7 der Stäbe, das ist manchmal auch, also wir haben hier eine Löwe-Energie drin, aber das ist so dieses, manchmal nochmal stehen bleiben und, oh, kann ich das machen, ja? Ist es nicht zu riskant? Steht es mir überhaupt zu? Darf ich? Ja, du darfst, lieber Schütze. Du darfst hier einen neuen Weg mal probieren, wenn dir danach ist. Dann möchtest du einfach nur aus deinen alten Verhaltensmustern hier raus. Hier kommt so eine Leichtigkeit einfach rein. Aber du verlässt auch nicht den Weg ins unbekannte Risikoreiche, sondern du hast immer noch die Kontrolle für dich selbst hier mit dem König der Kelche. Du überlässt also niemand irgendwie die Führung von dir, sondern du fühlst dich hier ganz alleine. Aber da ist noch was, was rausgekitzelt werden darf und soll. Und hier kommt manchmal vielleicht auch immer wieder so durch, aber wenn ich das nicht schaffe, ja, oder deine Laune kann auch manchmal so ein bisschen kippen von 0 auf 100. Da bist du dich aber wirklich, oder da kannst du dich sehr schnell wieder rausholen, wenn du den neuen Weg hier annimmst. Etwas mehr Lockerheit hier annehmen, etwas mehr Lockerheit sehen, spüren, ja. Das hier kommt manchmal wahrscheinlich immer wieder so durch, so wehrt man sich dagegen, ah nee, steht mir nicht, darf ich nicht, da habe ich keine Sicherheit hier, mein Ziel ist nicht da, ja. Aber du kannst dich eigentlich zurücklehnen und kannst dir erlauben, diesen Weg hier ruhig mal anzugehen, der mal vielleicht so ein bisschen von der Norm, was sonst bei dir so an der Tagesordnung liegt, abweicht. Wir gehen mal in die Tendenz. Was haben wir da? 10 der Stäbe. Sehr viel Stress wird abgebaut, ja? Sehr viel Stress. Du hattest sehr viel Stress, der wird jetzt abgebaut.
Du kommst hier rein mit 7 der Kelche. Du kannst das Hohe noch erreichen. Vielleicht hast du davor sogar Angst, dass du immer denkst, das ist alles so weit hergeholt. 7 der Kelche, ach, das wäre so schön. Ja, vielleicht hast du hier so Angaben, ach, das wäre so toll, wenn das passieren würde. Das wäre so schön. Aber ich denke, du wirst hier sogar eines Besseren belehrt, dass auch du hier diesen neuen Weg angehen kannst und auch mal danach greifen kannst, was sein könnte. 7 der Kelche ist ja nicht immer von Schein zum Sein, ja? Du kannst es ja ermöglichen, dir das zu nehmen, wo du gerne hin möchtest. Und wenn du das hast oder wenn du da das Schöne unbedingt haben möchtest, dann kannst du das ruhig ins Gleichgewicht bringen. Weil die 7 scheinst du ja auch öfter mal angetan zu haben, mit 7 der Stäbe, dann 7 der Kelche. Da haben wir dann so die reinfunkende Skorpion-Energie bei dir. Aber wenn du dir hier nicht dieses Ziel immer zur Last machen würdest, dann kannst du hier in der Tendenz wirklich sehr gut durchlaufen. Du wirst hier erkennen, dass dein neuer Weg sich ganz anders anfühlt, ja? Dass du vielleicht viel zu lange Angst hattest, einen neuen Weg zu laufen oder eine Sache frühzeitiger zu beenden, weil du da diese Sicherheit immer nicht gespürt hast, weil du gedacht hast, nein, kannst du nicht machen. Hier kommt irgendwie ein Wagnis ab. Absolut was Neues. Tendenz. So, also du Frechdachs. Du willst also auch... Ich bin auch da. Hier haben sich noch 4 Karten für dich umgedreht. Vielleicht war das auch immer so dein Hindernis, ja? Dieses ich traue mich nicht, ich brauche Sicherheit, kann ich nicht machen, ich gehe lieber nicht den neuen Weg. Jetzt ist es aber, komme was wolle, ja? Deine Energie, die flitzt jetzt hier so rein zum März. Da kannst du machen, was du willst. Da musst du jetzt durch. Nimm es an. Es wartet noch viel, viel mehr Schönes auf dich, als immer nur die Vergangenheit, die so abgestimmt für dich ablief. Du lässt dich jetzt wirklich da irgendwie reinleiten oder du wirst, ohne dass du hier überhaupt planen kannst, in einen neuen Weg hier reingeleitet. So, wir haben hier den neuen Weg, ja. Du kannst natürlich sagen, auch nö, steige ich wieder aus, nehme einen anderen Weg, aber du wirst hier tatsächlich in diesen Weg reingeleitet, ja. Einer wird kommen, da kannst du dich nicht gegen wehren. Es wird schön, ja? Glaub dran, es wird schön, auch wenn man mal unstrukturiert einen neuen Weg angehen darf und sich auch überraschen lassen kann, was wird denn draus? Was kommt? Vielleicht ist das ja auch genau die Ordnung, die du die ganze Zeit in der Vergangenheit gesucht hast. Und manchmal, wenn man dieses Chaos irgendwie beherrschen will, dann verfällt man vielleicht doch noch mehr in so Muster, wo man Sicherheitsangst bekommt, ja, wo man dann sich total verrennt. Und hier, es kommt so oder so, ja, haben wir hier deine Riesenkrebsenergie, hier haben wir noch die Steinbock-Energie, na, herzlichen Glückwunsch, Teufelskreis erkennen, du warst zu lange auf einer Route, ja, du darfst jetzt wirklich ausbrechen. Das ist für dich, für die Wesens- und Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr wichtig, hier mal aus alten Verhaltensmustern rauszukommen, wo du merkst, du bist dort sehr abhängig gewesen, ja? Sei doch der Mensch, der sich hier entfalten darf. Und raus geht's mit Ritter der Stäbe und wir haben 8 der Schwerter. Also Blockaden, die dich hier vielleicht oftmals hindern lassen haben, etwas Neues einfach mal so anzufangen, werden sich hier auflösen. Die brennst du hier regelrecht weg, deine Fesseln. Alles, was sich hier jedes Mal irgendwo in der Vergangenheit festgehalten hat, wo du gedacht hast, schaffst du nicht, darfst du nicht, dieses an dich nicht glauben, ja, aber komischerweise immer an andere glauben, für andere da sein. Du bist jetzt hier stark im Fokus, du kommst jetzt hier stark im Vordergrund im März und du merkst das, glaube ich, auch an der Energie, dass du dir jetzt selbst auch mal am wichtigsten bist. Das wird gleichzeitig so mit reinflutschen. Mach dir nicht so viele Gedanken um andere, sondern hier wirklich prinzipiell um dich. Du musst dich hier selbst befreien, ins Abenteuer stürzen. Du darfst das. Es steht dir zu. Hast genug dafür gemacht in der Vergangenheit. Ja, so würde ich das sagen. So, Tendenz haben wir hier. Das schützende Nest. Da kommt schon wieder die Schützende als Herrscherin hier raus, ja. 25 Quersumme 7. Und das ist das Schöne, du wirst es auch immer bleiben. Solltest du hier irgendwie Ängste vor Verantwortung haben, wo du versagst oder, ist es nicht. Du bleibst und bist das schützende Nest. Du passt weiterhin drauf auf. Mit der Quersumme 7 hier nochmal sehr prägnant hier, ja, oder sehr präsent in deiner Legung, die Zahl 7, 7, 7,
schützende Nest. Du musst auf dein Nest aufpassen. Du passt auch auf deins auf. Ja, dass alles, was du dir erschaffen hast oder was du für andere getan hast, ist weiterhin da. Aber du darfst es dir jetzt erlauben, einen neuen Weg anzugehen, wo du auch mal ausbrechen darfst. Denn es wird Zeit, um hier deine Blockaden zu lösen, ja? Da schmeißt du glatt noch eine Fackel hier ans Seil ran, damit du endlich mal hier frei bist und nicht immer nur der Norm oder irgendwas, was man von dir erwartet, hier machst, sondern du bist jetzt hier für den März bei mir auf dem Tisch angekündigt, als sei doch mal bitte du selbst. Sei einfach, was du in dem Moment spürst. Sei einfach das, worauf du Lust hast, ohne jegliche Probleme, die aus der Vergangenheit mit reinkommen, ohne jegliche Gedanken an Verantwortungsbewusstsein. Ich muss, ich muss, ich muss. Du bist jetzt, ich muss für dich selbst, als ich muss auch mal Spaß und Leichtigkeit hier zurückbekommen, ja. Das ist so diese Message für den kompletten März, ihr Lieben, für die Schützegeborenen. Und man weiß immer wieder, wo man hingehört, ja. Das schützende Nest, man schützt hier weiterhin, auch wenn du den Narrenweg hier eingehst und du Angst hast, du würdest hier irgendwo ausbrechen, wegrutschen, abrutschen. Nein, du hast immer das im Hinterkopf, dass dir das nicht passieren kann. Du weißt immer einen Weg, wie du wieder dein Ziel erreichst, ja, aber es ist dir mal vonnöten, dass du dich selbst belohnst für den Umsatz oder für das Tun, was du in der Vergangenheit einfach für andere gemacht hast, wo du vielleicht nicht draus schöpfen konntest, ja, deine Kraft hinterlassen hast. Deswegen auch hier, es sei dir gegönnt, der super schöne Narrenweg, der wahrscheinlich sehr spannend wird im März. Einfach mal ausbrechen und wenn es nicht mal optimal läuft, dann den neuen Weg, ja. Also es sind schöne Anlagen hier drin. Warum sollte irgendwas schief gehen? Man darf nicht davon ausgehen, dass hier irgendwas schief geht, ja. Wir können ja mal, wenn du deins einfach mal im Kopf hast, lieber Schütze, die Engelchen fragen, wenn du Engelchen hättest. Muss man natürlich nicht annehmen, aber manche haben es ja gerne. Was sagt denn zu dem ganzen Prozess dein persönliches Engelchen hier? Oder die sich hier in der Legung gefunden haben, mal sich mehr zu trauen, über die Grenzen zu gehen? Da habt ihr drei. Informiere dich, um Hilfe bitten. Also es ist wirklich mal Zeit, dass du hier eine Komfortzone verlässt und nicht nur für andere da bist. Und sei eindeutig. Sei eindeutig auf deinem Weg, ja, und verlasse diesen Weg nicht. Das, was du möchtest, möchtest du bitte durchziehen. Um Hilfe bitten, da kannst du wahrscheinlich erkennen, ob die Leute, denen du geholfen hast im Leben oder in der Vergangenheit, eben auch noch an deiner Seite sind oder wie viel Hilfe hast du einfach gegeben von dir immer, statt was zurückzubekommen. Und informiere dich. Meinetwegen, da haben wir wieder den Schützen, dann informiere dich, wo geht dein Ziel hin, aber wage dich trotzdem, den Narrenweg unbedingt hier in Angriff zu nehmen. Sei einfach mal Persönlichkeits- und wesensverändernd auf neue Spurensuche, ja, das kann es doch nicht gewesen sein, ist so meine Legung für dich. Das bist doch nicht alles nur du, ja. Vielleicht hast du dich oftmals nicht getraut, irgendwelche Sachen nicht gesehen, wo du merkst, die wollen einfach eigentlich raus, die musst du ausleben, die solltest du annehmen. Die hast du viel zu lange und unterdrückt, ja, um irgendwo schützend oder eine Verantwortung weiterhin behalten zu können, müssen, dürfen. Es schreit hier komplett nach Veränderung, ob beruflich, zwischenmenschlich, wie auch immer. Du hast hier Lust, dich zu verändern. März wird verändernd für dich, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt schön gesund, das ist sowieso das Wichtigste. Nicht mal die Legung ist das Wichtigste, Gesundheit ist das Wichtigste. Und wenn ihr in Resonanz gehen konntet, dann freut mich das. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mich ertragt. Bis bald. Tschüssi. Ist das bescheuert? Ich sitze wie so ein Otto. Ihr könnt doch so ein Standfoto hier reinballern. So, Moment, ich probiere es. Ich sage jetzt tschüssi. Ey, diese Bluetooth-Fernbedienung. Tschüss.